Kurz und knapp, ja, machen wir. Machen wir, ne? Machen wir alles so, wie ich das sage. So. Jo, abheben. Die Mission kennen wir ja eigentlich sogar schon. Von daher eigentlich alles überhaupt kein Problem. So, wir können jetzt auch den Korkenzieher fliegen. Machen wir aber mal nicht im Moment. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht einfach irgendwas riskieren. Na, stopp, was ist das? Da ist was kaputt. Die Hydraulik, ne? Wenn die Hydraulik versagt, können wir nicht schießen. Mies. So. Da oben sind feindliche Kampfflieger. Gut, Reparatur abgeschlossen, wunderbar. So. Bevor ich mich um die Geschütztürme kümmere und da nachlade, müssen wir eben hier bombardieren. So. Abgeschlossen. Foto machen. Ja. Da oben sind die Flugzeuge. Sind noch mal welche. Guten Tag, die Herrschaften. Wie geht es Ihnen? Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Ich glaube, ein Foto konnten wir jetzt gar nicht machen, oder? Oder bin ich da einfach dran vorbeigeflogen? Bin mir gerade nicht sicher. So, diesen ganzen Zeitraum sparen wir uns dann demnächst. Und los geht's. Kann weiter gefeuert werden. Ja, hier hat ordentlich Schaden abbekommen. Ja, er hat echt ordentlich jetzt ihn getroffen. Oh, Cunningham. Geh mal zur erste Hilfe, bitte. Ah doch, nicht mal fotografieren können. Aber wir sehen jetzt hier, wie man die Punkte manuell setzen könnte. Aber gut. Belassen wir es dabei. Sehr gut. Und landen. Toll. Super. Haben gar nicht so viel Schaden abbekommen eigentlich am Flugzeug an sich. So. Tada. Kein zeitverlangsamen Bonus. Auch gut. Na, Wallace, das könnte hier ein Upgrade geben. Neue Fähigkeit, mittlere Höhe Foto. Ah, sehr gut. Sehr gut. Das heißt, wir können so langsam dazu übergehen, auf mittlere Höhe irgendwann dann zu steigen. Gut. Was haben wir hier Neues?
Verstärkte Lederhandschuhe. Ja. Können wir vielleicht denen hier unseren Schützen geben? Das sind ja doch die, die immer ordentlich was an Schaden kassieren. Gut, und das Flugzeug, Geschützturm, Heck wird mit Munitionszuführung. Ja, hier gibt es noch mal stärkeren gepanzerten Rumpf. Aber das können wir uns nicht leisten. Einen gepanzerten Bug könnten wir uns noch leisten. Ich glaube, das mache ich auch direkt. Wir müssen aufpassen, ne? Das Gewicht geht schon gut in Richtung Maximum. Aber das schaffen wir noch. So, Motorengrafik Peak Ass. Ne, das sieht scheiße aus. Gut. Flügelgrafik, auch das Peak Ass. Das sieht eigentlich besser aus an dieser Stelle. Aber wir lassen natürlich die Runden. Gut. Hier haben wir wieder Seebrücke. Mittleres Risiko, mittlere Dauer. Wir werden einen waghalsigen Kommandoangriff auf den unzugänglichen U-Boot-Stützpunkt in Saint-Nazaire unterstützen. Sie werden den Stützpunkt mit einem Schiff vollgepackt mit Sprengstoff rammen. Was? Von Bord gehen und die Ladung zünden? Das wird ziemlich was? Bitte was? was machen wir? Okay. Alles klar. Operation Chariot. Das wird interessant. Die Mission kenne ich wohlgemerkt auch noch nicht. Soweit hatte ich noch nichts gesehen. Ich will mich auch nicht spoilern lassen. Ich habe noch keine Ahnung, was uns da jetzt wirklich erwartet. Zoomen. Ach ja, wir fliegen erstmal in den ganz Südwesten, in den südwestlichsten Punkt. Okay. Und werden dann da irgendwie mit dem Schiff irgendwas machen? Naja, dann bin ich mal gespannt. Um praktisch die ganze Story durchzuspielen, habe ich irgendwo gelesen, hat irgendjemand, glaube ich, geschrieben gehabt, hat er 15 Stunden gebraucht oder 16 Stunden gebraucht, um die kompletten Missionen zu machen. Also ich denke mal, ist erstmal ein guter Ansatz. 15, 16 Stunden, wenn man von der Zeit ausgehen könnte. Ich denke mal, das ist durchaus etwas, was für so ein Spiel schon ordentlich ist. Und man muss ja mit Sicherheit die ein oder andere Mission mehrmals machen. Beziehungsweise man wird mit Sicherheit auch nicht im ersten Versuch komplett durchfliegen können. Ich kann mir vorstellen, demnächst mal in solche kritischen Situationen zu kommen, dass man vielleicht sogar abstürzt. Und wenn man dann immer nochmal von vorne anfangen muss, zieht das natürlich die Spielstunden in die Länge, aber es ist ja, naja, sagen wir mal so, bis jetzt. Es ist an sich schon etwas repetitiv, was man an sich an Aufgaben macht. Aber, dadurch, dass man immer irgendwas zu tun hat, ich fliege jetzt mal nach da ein. Dadurch, dass man immer, also Bootsbombardierung anschließen und Boot verteidigen. Okay, dadurch, dass man praktisch immer irgendwas zu tun hat. Oh, wir haben Flieger auf dem Radar. Da oben sind sie.
wird es trotzdem, glaube ich, nicht so schnell langweilig. Das ist das Boot, das wir verteidigen sollen, ne? Hindere alle U-Boote daran, es zu torpedieren. Gut, das heißt, wir sollten die dann wahrscheinlich auch bombardieren, die jeweiligen U-Boote. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Du holst Munition. Radarziel auf Meereshöhe. Okay. Bin mir noch nicht sicher, wie diese Mission wirklich funktioniert. Also wie genau sie funktioniert. Ich kann immer zwischendurch wieder zum Boot. Das war schlecht. Da haben wir ein U-Boot, das in 23 Sekunden feuern wird. Oh, hier unten haben wir noch eins. Das haben wir gerade genau verpasst. Mal schauen, schaffen wir das? Das wird knapp, ne? Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Oh. Komm. Egal, Hauptsache wir kriegen das Boot dann noch down, dann kannst du nicht ein zweites Mal feuern. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas anderes noch drücken muss, das war nicht so gut. Doch, hat glaube ich funktioniert, ne? Okay, wir haben irgendwo neue Flieger, oder? Müssen wir uns gleich nochmal drum kümmern. Jetzt erstmal das Boot hier unten. Boot sage ich schon, ne? Das Schiff. Ciao. Da oben haben wir neue Flieger. So, zurück zum Boot. Okay. Boah. Ja, hat schon was. Die Missionen sind gar nicht mal so ohne teilweise. Die Artilleriestellung oder die Flakstellung. Schau. Wo sind denn die Flugzeuge jetzt hin? Da. 4 Stück von dort. Okay. Nein, ich habe außerdem gerade das Spiel verlangsamt. Scheiße, das wollte ich nicht. Nee, pass auf, wir bombardieren erstmal, glaube ich, die Stellung da vorne. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Das war die Elektronik. Das ist nicht so gut. Müssen wir sofort reparieren.
Nein, ich bin so doof. Ich will auf Leertaste drücken. Um dann, die Bombe abzuwerfen. Mann! Na, ob das nochmal was wird hier? Oh, okay. Jetzt kommt das große Finale. Da war noch irgendwas Grünes. Da. Oh. Hammerharte Mission. Kann ich nicht anders sagen. Fokus ist, glaube ich, aktiviert, ne? Aktivieren wir hier auch noch. Ich glaube, wir können die Klappen schließen. Und unser werter Herr kann hier auch zurückkehren. Irgendwas fotografieren konnten wir hier, glaube ich, nicht. Ne? Ich kann aber gleich noch einmal kurz auf die Map gucken. Sobald ich hier oben die anderen Flugzeuge habe. Da sind sie. Sehr schön. Nee, machen wir nicht. Ich würde jetzt allerdings gerne mal auf mittlere Höhe steigen. Gucken wir uns das einfach mal an. Hier sehen wir Sauerstoff und Temperatur unten rechts. Also jetzt gerade nicht, aber gleich wieder. Ja, das war mal wieder die Elektronik. Und wir setzen mal den Korkenzieher ein. Aufpassen, jetzt geht's los. Wow. Wow. Okay. Nicht da, wir haben dieses Flugzeug hier noch gar nicht markiert. Deshalb wurde es auch noch nicht angegriffen. Okay, dann können wir noch was fotografieren. Das nehmen wir einfach mal noch mit. Aus mittlerer Höhe können wir ja. Das ist gut. Bin mir nicht sicher, ob das andere Flugzeug hier oben markiert ist oder nicht. Ich kann das nicht erkennen. Ich sehe das leider nicht. Ich glaube ja. Zurück. Haben wir keinen Treibstoff mehr. Das wäre natürlich miserabel jetzt. Treibstoff wird knapp. Okay, zurück, Leute. Zurück, Marsch. Für 7 Minuten reicht er noch. Wir sind in 2 Minuten 40 da. Das reicht. Aber nochmal eine Kehrtwende nur fürs Fotografieren schaffen wir dann auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Das Ziel ist anscheinend noch nicht abgeschlossen mit dem Fotografieren, obwohl wir es eigentlich halt gemacht haben. Oh, 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 oh. Das sieht echt verdammt nicht gut aus. Da ist schon wieder die Elektronik ausgefallen. Na toll. Kann ich einfach auf Abbrechen machen? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Wo sind wir denn gerade? Wo sind wir denn? Toll. Kann man abbrechen? Hallo? Wir müssen irgendwo hin. Wir müssen irgendwo anders hin. Ich weiß aber nicht wo. Ja, wir haben keine Chance. Wir haben gerade keine Energie hier. Die muss ich auf jeden Fall erstmal heilen gehen. Oh nee, noch mehr Flieger. Ach nein. Das wird echt jetzt schlimm. Und ich weiß ja nicht, aber wir sind über sicherem Gebiet, ne? So, runter. Wir müssen erstmal runter. Ja, wie sieht's aus? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Tut mir leid, ich kann nichts machen. Wir haben auch keine Sicht. Anscheinend hat die Reparatur auch nicht geholfen. Doch, hier unten ist der Flugplatz. Kriege ich den drauf?
Ihr müsst nicht irgendwo vor uns sein. Naja, er muss hier sein. Da ist er. Oh, Leute, was war das denn für eine Mission? Ach du Scheiße. Boah. Treibstoff vielleicht noch für 3 Minuten. Ich weiß gar nicht, was das hier bedeutet. Ich setz mal auf Mager. Wie lange braucht er denn jetzt noch? Oh, dreh doch endlich um, Junge. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Oh, oh, oh. Ja, und schon wieder ist die Elektronik für den Arsch. Okay, die müssen wir irgendwie versuchen zu verbessern, sobald das möglich ist. Okay, war ja auch eine kritische Mission. Halleluja. Dafür können wir auch ein bisschen stolz sein, dass wir das jetzt geschafft haben, glaube ich. Hier ist komplett ein Triebwerk weg. Oh. Oh, dafür kriegen wir mal gerade 1800. Aber umso mehr Bonus für den Rückkehr. Ja, Foto haben wir anscheinend dann doch nicht gemacht. Schade. Obwohl ich aus mittlerer Höhe ein Foto machen kann, so wie ich das verstanden habe. Aber hat anscheinend nicht gezählt. War aber auch ein bisschen stressig in dem Zeitpunkt. So, hier neue Fähigkeit, Fokus. Top, finde ich gut. Leute, das ist nicht normal hier. So, was haben wir denn neu? Pilotenmütze MK1, die haben wir eigentlich schon. Verbessert das Ganze aber nochmal ein bisschen, okay. Mittlere Sauerstoffflasche. Die keinerlei Nachteile bringt, nur mehr Zeit hat die jeder. Nein. Das heißt, die Geschwindigkeit ging runter. Macht nichts. Die rüsten wir einmal aus für alle. Ich glaube, die könnten wir ganz gut gebrauchen demnächst. Fingerlose Wollhandschuhe erhöhen die Geschwindigkeit. Einfaches Set mit Panzerung? Nein, auf keinen Fall. Könnte man für die überlegen. Nein, nicht für sie, sondern für den Howard. Was haben wir hier? Den Navigator. Erhöhte Geschwindigkeit, erhöhtes Überleben. Panzerung sehr stark reduziert. Ganz im Ernst. Der muss sich eigentlich nicht bewegen. Deshalb ist Geschwindigkeit meiner Meinung nach nicht notwendig. Das Einzige, was er muss, ist überleben. Erweitertes Set für Funker. Da bin ich mir noch unsicher. Wenn da jemand von euch schon irgendwelche Erfahrungen hat, gerne her damit. Ne, für Tipps bin ich ja immer offen.